Moin moin allerseits, da sind wir wieder mit Unepic. Ja, wir haben einen Safe gefunden, können ihn aber nicht benutzen, weil wir das Geld nicht haben, um den Schlüssel zu zahlen. Und dieser Kerl wird uns ihn so auch nicht geben. Also gut, dann gehen wir mal weiter. Aha, da hat uns jemand gesehen. Wow! Gut, dass ich nach unten gegangen bin. Das sind ja fiese Kerle. Die haben Dolche, eine Laterne, also sehen einen von ziemlich weit weg und sie schießen. Okay, gut, warten wir mal ab, bis der nächste hier sich auch umdreht. Und dann, mein Freund, wirst du meinen Freund Dolch kennenlernen. Jedenfalls, wenn der erste nicht bis dahin sich umgedreht hat. Was ich nicht hoffe. So, mein Freund. Guten Abend. Komm her, komm her. Ja, du wunderst dich, wo dein Freund hingegangen ist, ne? Der macht ein Päuschen. Mein Mäuschen. Na komm, komm. So ist fein. So ist fein. Die haben nichts fallen lassen, ne? Zling. Was ist das? Ring des Kriegers? Interessant. Was haben wir da? Zusätzlicher Schaden mit Schwertern plus 5. Ja, sehr schön. Ausrüsten. Würde mich ja interessieren, ob es hier auch so verfluchte Gegenstände und ähnliches gibt. Klingeling. Rolle der Hitzeaura. Oh, nehmen wir mit, ne? Rolle des Nahkampfschutzes. Nehmen wir auch mit. Was haben wir hier? Ich kann eine Menge Papiere und Bücher sehen. Sie sind alle in alten und seltsamen Sprachen geschrieben. So, das war's. Das war's. Mehr haben die nicht beschützt. Ist doch bestimmt irgendwas. Juhu! Hey, ich habe meinen zweiten Geheimraum gefunden. Aus Versehen. Aber gebracht hat's mir nichts. Ich kann eine Menge Papiere und Bücher sehen. Na gut, sind wir hier fertig? Ich glaube ja. Ich mache mir am besten noch mal eine kleine Notiz, nämlich Save. Gut, hier sind wir. Ja, jetzt müssen wir durch die Minen durch, ne? Es sei denn, was hat das hier zu bedeuten? Na gut, Schlüssel der Bibliothek, klar. Hier geht's weiter zur Bibliothek oder was auch immer, aber ich brauche den Schlüssel, den ich nicht habe. Kreuzung. Das Gemeine ist ja, man kann hier echt sehr schnell irgendwas übersehen. Und ich habe mit Sicherheit auch schon Dinge übersehen. Das ist halt normal an einem Labyrinth, ne? Hier geht's wahrscheinlich nicht weiter runter, nö. Blöde Fledermäuse. Komm runter. Toll, bist du beschädigt. Ah! Ich sehe die zu spät, diese Viecher. Fledermausflügel. Alles Essenzen für die Alchemie. Okay. Jetzt ist die Frage, habe ich oben tatsächlich schon alles gemacht? Man weiß es nicht.
So, hier war der Händler. Genau, hier war der Händler. Hier war der Händler. Hier komme ich nicht weiter. Außer ich möchte hier was verkaufen. Wäre auch vielleicht mal angebracht, mal was zu verkaufen. Ich heile mich mal. Wenn ich schon hier bin, das schadet nichts. Angora Basch, Zeratul. Deine Gesundheit wurde wiederhergestellt. Schön, schön. Jetzt kann ich doch hier die Abkürzung bestimmt nehmen, ne? Genau. Da komme ich nicht weiter. Die Monster sind alle wieder da. Wahrscheinlich muss ich das abspeichern. Kaum speichert man ab, ist alles wieder respawned. So, und das hier habe ich immer noch nicht dauerhaft anbekommen. Vielleicht ist das irgendwie ein Secret, wie man das dauerhaft ankriegt. Wir werden sehen. Oder auch nicht. Mal gucken. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter, ne? Hier war der Geist. Genau. Den ganzen Fallen. Also hier geht's definitiv nicht weiter. Ich glaube, ich versuche mal die Dinger mit der Axt zu killen, ob das besser funktioniert. Ein bisschen. Und ich bin aufgestiegen. Tada! So. Wir sind aufgestiegen. Was gönnen wir uns denn mal? Konstitution auf jeden Fall. Das kann man hier richtig gut gebrauchen. Ja, weiter Schwerter. Wir haben auch eine schöne Axt bekommen, die auch gut Schaden macht. Ja, ja, Axt nehme ich auch. So. Und das war's erstmal. Dann habe ich noch 6, die ich ja, mir aufsparen. Man weiß ja nicht, was kommt, ne? Moment. Ich könnte ja Schwerter auch nochmal 1 draufsetzen. Ne? Und Axt könnte ich noch 1 draufsetzen. Na, mal gucken. Gut. Auf geht's zu den Minen. Es glitzert. Ja, da glitzert was. Und der Dieb verschwindet. So. Jetzt haben wir Licht. Und das Ding wird jetzt bestimmt das Gitter öffnen. Genau. Und kaum bin ich drin, ist das Gitter wieder zu. Genau. Ja, hilft nichts. Auf geht's. Warum hältst du an? Ja, die großen Steine, die herunterfallen und so weiter. So, gibt's irgendwie ein Muster, wie die fallen? Nicht wirklich, aber ich kann keins erkennen. Sie fallen aber immer auf die gleichen Stellen. Habe ich das Gefühl. Ja. Naja, ungefähr auf die gleichen Stellen, aber nicht wirklich.
Uah. Laufen, laufen. Uah. Wo ist mein Heiltrank? Ich brauche definitiv mehr Heiltränke. Oh, ist das kacke. So, es muss doch da durchgehen. Ja, ich weiß. Der Dieb und so weiter. Hey, Moment mal. Ich habe mir doch meinen Heiligenschein auf die Schnelltaste gelegt. Das ist irgendwie weg. Jetzt versuche ich es mal mit Durchlaufen. Hilft ja nichts. Autsch. Laufen, 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 laufen. Sein Heiltrank. Nein! Wie viele Räume kommen da? Mann. So. So. So kann es weiterlaufen. Oh. Heilige Scheiße, ich hab's geschafft. Ich habe sicherlich plus 20 auf Ausweichen bekommen. Hey, Zeratul, nimm das. Ich lebe noch immer. Gott schützt die Dummen und Kinder. Warte, was sind das für Dinger, die mich da anstarren? Die sehen aus wie fliegende Augen. Dass Harkons Spione sind? Ich töte sie besser, bevor sie jemanden alarmieren können. Ich versuche sie von hier aus mit dem Bogen zu treffen. Du kannst ein entferntes Ziel anvisieren, drücke die Tab-Taste. Du kannst nur Ziele anvisieren, die für dich in Sichtweite sind. Okay. Bogen, 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 Bogen. Bogen. So, wie ich die Dinger abschieße, seht ihr aber erst in der nächsten Folge. Also, bis dann!